Zu Wort gemeldet hat sich die Frau Abgeordnete Tomaselli. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Wenn ich das noch ergänzen darf, lieben Gruß vom Kollegen Alois Schroll. Auch das Jugendrotkreuz aus Blindenmarkt ist hier. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe zahlreiche Zuseherinnen und Zuseher hier und vor den Bildschirmen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber immer wenn die Diskussion um Vermögensteuer geht, dann tue ich mir sehr, sehr schwer und innerlich brodelt in mir die Wut hoch. Ich habe Ihnen eine Zahl mitgebracht, 37 Milliarden Euro. Das muss man sich veranschauen. Ich finde, das sind nämlich 37 mit 9 Nullen daran. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen. Das ist das Einkommen vom Erben Mark Mateschitz im Jahr 2022. Dass man weiß, wie viel das ist das 1-Millionenfache eines österreichischen Durchschnittsverdieners, Verdienerin im Jahr 2022. Die Durchschnittsverdienerin zahlt knapp 40% Steuern, während Mark Mateschitz 0 Euro Steuern zahlt. Jetzt habe ich so oft gehört, Leistung muss sich lohnen, aber was in aller Welt leistet Mark Mateschitz so mehr, dass er 0 Euro Steuern zahlt, während die hacken gehen, 40% zahlen müssen? Das verstehe ich nicht. Man kann gegen Millionärsteuer sein. Ist eine legitime Position. Was aber illegitim ist, zu sagen, das ist man, weil man den Mittelstand beschützen will. Wir haben es gehört von Gerald Locker. Sie haben gesagt, Sie da draußen werden die Millionärsteuer zahlen. Ja, wer ist denn Sie? Schauen wir mal in der Vermögensstatistik nach. Tatsache ist nämlich, dass nur die oberen 5%, nicht die 95, die oberen 5% ein Nettovermögen von über 1 Million Euro haben. Ja, nochmals, mit der Besteuerung des Mittelstandes, das ist einfach ein Märchen. Stehen Sie wenigstens dazu, dass Sie Reiche und Superreiche nicht besteuern wollen. Das wäre die ehrliche Variante. Denn wie man Millionär wird, ist in aller Regel kommt es nicht von einer besonders guten Leistung, sondern von Glück. Niemand wird heutzutage noch mit gewöhnlicher Arbeit zum Millionär. Und deshalb braucht es auch ein gerechteres Steuersystem, das sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientiert. Und das heißt eben nicht, dass die hackeln, 40% zahlen und der Erbe, Milliardenerbe, 0 Euro zahlen. Das kann doch bitte nicht die Botschaft sein, wenn Ihnen Leistung wirklich wichtig ist, die Sie da raussenden möchten. Schauen Sie, die Art und Weise, wie, wen und in welcher Höhe wir was besteuern, sagt auch da etwas darüber aus, in welcher Welt wir leben wollen. Steuern sind nämlich schlussendlich jene Beiträge, die den Leistungskatalog, den die öffentliche Hand anbietet, finanziert. Man kann Steuern senken rufen, aber bitte, Steuersenkung ist doch kein Selbstzweck, weil dann muss man immer dazu sagen, welche Ausgaben man dazu sparen wollen. Wir Grüne, das sage ich Ihnen in aller Ernsthaftigkeit, wir wollen einen starken Staat und wir sind stolz darauf, dass wir einen starken Sozialstaat haben, der ein soziales Auffangnetz hat. Wir sind stolz darauf, dass man mit einem günstigen Klimaticket von A nach B kommt. Das bedeutet Freiheit. Und wir sind stolz darauf, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben. Das ist alles sehr gut investiertes Steuergeld, meine lieben Damen und Herren. Und bei der Steuersenkdiskussion ist ein Wort immer ganz nah, es ist die Schweiz. Ja, die Schweiz hat eine deutlich niedrige Abgabenquote, das mag sein. Aber wissen Sie, was die Folge ist? Beispielsweise in der Schweiz haben Sie 3 Monate Karenzzeit. Und wenn Sie dann nachher Ihr Kind in die Kinderbetreuung bringen, zahlen Sie 3.000 Franken jedes Monat. Das ist die Folge einer niedrigen Abgabenquote und bitte, das wollen wir nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen der NEOS, ich weiß, ihr macht es euch politisch ganz oft einfach, zu einfach. Wir kennen eure Lösungsvorschläge. Sind die Mietkosten so hoch, dann braucht es ein Kündigungsrecht. Sind die Pensionen zu niedrig, soll man sich bitte privat vorsorgen? Passt das Gesundheitssystem nicht? Soll man bitte eine private Gesundheitsvorsorge machen?
Das ist aber bitte das Gegenteil davon, politische gemeinsame Verantwortung zu übernehmen. Nicht alles ist super, ja, aber streiten wir doch hier darum, wie wir die Gemeinschaftskasse besser, gescheiter, effizienter gestalten. Aber hören wir doch auf, alles, was vom Staat kommt, schlecht zu reden. Abschließend möchte ich Ihnen sagen, nicht die Steuern sind ungerecht, sondern dass sich viele, viele Vermögenden ihren steuerlichen Verpflichtungen entziehen. Also würde ich vorschlagen, anstatt Sie bitte darüber nachdenken, ja, anstatt Sie darüber nachdenken, Arbeitslosengeld zu kürzen, Pensionen zu kürzen, irgendeine andere Sozialleistung zu kürzen, überlegen wir doch, wie wir Mathe-Schiedsbank-Kopierer, dass die den Anteil zurückgeben, den wir Ihnen als Gemeinschaft gegeben haben, weil es einfach gerecht ist, meine sehr geehrten Damen und Herren.